An alle, die von zu Hause mit uns Gottesdienst feiern. Am heutigen Sonntag, Misericordias Domini, der die Güte und die Barmherzigkeit Gottes zum Thema hat, schenken uns vertraute Texte und Bilder das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Das, was wir momentan so vermissen, rufen sie uns in Erinnerung. Die Erfahrung von Behütetsein, von Gemeinschaft und Schutz in allen Lebenslagen. Wir haben den Schutz und die Begleitung Gottes schon oft in unserem Leben erfahren und wir dürfen auch jetzt darauf vertrauen. So vieles ist anders geworden, aber Gott nicht. So sind und bleiben wir verbunden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meiner Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meiner Seele. Lobe den Herrn meiner Seele und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Psalm 23 haben viele nicht nur irgendwann einmal auswendig lernen müssen. Er ist manchen zum Halt in aussichtslosen Situationen oder zum Ausdruck tiefster Dankbarkeit geworden, wenn eigene Worte versagen. Ich lade Sie ein, den Psalm 23 mitzusprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immer da. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, vom Herzen ihm ewiglich singen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Das Bild des guten Hirten als Bild für Gott mag einigen romantisch, kitschig und überholt vorkommen, für andere ist es Ausdruck tiefsten Vertrauens. Eine Schafherde mit ihrem Hirten ist heute ein seltener Anblick geworden und wir verbinden nicht mehr so viel damit. Was der Beter aber vor vielen tausend Jahren ausdrücken wollte, wird mir heutzutage deutlich, wenn ich auf unser Antependium schaue. Die Kohle hat vielen Menschen in dieser Region Arbeit gegeben. Menschen hatten wieder Zukunft und Hoffnung. Das war nicht immer alles einfach. Das war auch Knochenarbeit, die Gesundheit gefährdete, die Menschenleben kostete. Und doch hat die Kohle das Leben der Menschen hier geprägt und beeinflusst. Sie hat Aufbau und Wiederanfang ermöglicht. Ein Stück Dachziegel und zwei Holzsplitter sind aus der Zeit, als wir um den Erhalt unserer Kirche bangen mussten. Das Dach drohte uns über dem Kopf zusammenzubrechen. Holzbalken waren morsch geworden oder ganz weggefault. Können wir renovieren? Können wir das bezahlen? Lange Wochen haben wir verbracht mit der bangen Frage, die niemand richtig aussprechen mochte. Müssen wir unsere Kirche etwa schließen? Wir mussten nicht. Drei Steine, die Gemeindeglieder von gemeinsamen Unternehmungen mitgebracht haben. Der Stein vom Ökumenischen Kirchentag, eine Erinnerung, dass Ökumene uns ein Anliegen und eine Bereicherung ist und bleiben soll. Eine Aufgabe, das Verbindende in unserem Glauben zu sehen und nicht das Trennende. Darunter ein Stein aus dem Konzentrationslager Dachau. Eine Mahnung und ein Zeichen für die dunkelsten Zeiten unserer Kirchengeschichte. Darüber ein Stein, gefunden auf einer Fahrt, die Gemeinschaft der Menschen untereinander fördert und zur Freude an Gottes guter Schöpfung ermuntert. Dieser Stein trägt als Maserung ein Kreuz, Symbol für die Verbindung zu Gott und die Verbindung untereinander.
Beides gehört für eine Gemeinde zusammen. Die Geschichte unserer Gemeinde war sehr wechselvoll. Aber immer wieder gab es die Erfahrung, es geht weiter, es eröffnen sich neue Wege, neue Perspektiven, es beginnt etwas Neues. Der goldene Faden bricht nicht ab, er windet und er schlängelt sich, aber er bleibt. Vieles hat sich verändert und wird sich verändern, aber Gott geht weiter mit uns. Der Hirte ist mit seiner Herde immer unterwegs. Weitergehen, verändern, neu beginnen. Auf grünen Auen, in dunklen Tälern, an gedeckten Tischen. Der Hirte hat seine Herde und jedes einzelne Schaf im Blick. Er lässt ihnen Freiheit und Freiraum, aber er gibt ihnen, was sie zum Leben brauchen. Von ihm begleitet, können wir auch Schritte in unsicherem Gelände wagen. Acht. Du bist bei mir vom Morgen bis in die dunkle Nacht. Gott, du schützt mich, Gott, du führst mich und das macht mir Mut. Du bist bei mir alle Zeit und darum, ja darum geht es mir, Gott, so gut. Macht der Weg mir Sorgen und Angst das Herz mir schwer, so Hoffnung, denn du gehst vor mir her. Gott, du schützt mich, Gott, du führst mich und das macht mir Mut. Du bist bei mir alle Zeit und darum, ja darum geht es mir, Gott, so gut. Lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Gott, du guter Hirte, deinen Spuren lass uns folgen. Wir beten in diesen Wochen für alle, die durch die Corona-Krise besonders bedroht, betroffen und beansprucht sind. Für sogenannte Risikogruppen, für die Mediziner und Medizinerinnen und Pflegekräfte, für Betreuende von alten Menschen und Behinderten. Wir danken für die Einsatzbereitschaft, die sich in vielen Bereichen zeigt, in der Versorgung, in den Nachbarschaften, für die geweckte Fantasie, Hilfe anzubieten. Wir danken für Rücksicht, Verantwortung und Achtsamkeit im öffentlichen Leben, für maßvolle Entscheidungen in der Politik. Wir denken an alle Verstorbenen und ihre Angehörigen. Wir bitten für unsere Konfirmanden, die heute ihren Vorstellungsgottesdienst feiern wollten. Lass sie und ihre Familien Halt und Zuversicht erfahren. Schenke ihnen Offenheit, sich auf neue Wege einzulassen. Gott, du bewahrst uns nicht vor Leid, Krankheit und Tod, aber du bist uns auf Schritt und Tritt nah. Hilf uns, darauf zu vertrauen.
Amen. Und voller Vertrauen beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir brauchen eine Hand, die wir ergreifen können, die uns stützt und unseren unsicheren Schritten Halt gibt. Und so strecken wir dir, Gott, unsere leeren Hände vertrauensvoll entgegen und bitten dich. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst. Und eröffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. Amen.